Je früher Brustkrebs entdeckt und behandelt wird, desto besser sind im Allgemeinen die Überlebenschancen der betroffenen Frauen. In Österreich wurde im Jänner 2014 das qualitätsgesicherte Brustkrebsfrüherkennungsprogramm eingeführt. Wir befragen Professor Dr. Georg Pfeiler, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiter der onkologischen Brustambulanz am Wiener AKH zum Thema Brustkrebsfrüherkennung. Was sind die derzeitigen Empfehlungen zur Früherkennung des Mammakarzinoms? Beim Mammakarzinom-Früherkennungsprogramm ist jetzt neu eingeführt worden eine Früherkennungsuntersuchung für Frauen ab dem Alter 45 bis zum 69. Lebensjahr, wo diese Frauen alle 2 Jahre eine Mammographie erhalten. Diese wird doppelt befundet durch 2 unabhängige Radiologen, das heißt eine Qualitätssteigerung, und auch Frauen ab dem Alter 40 bis 45 bzw. Frauen ab dem Alter 70 plus können sich aktiv zu diesem Früherkennungsprogramm dazu melden. Sinn und Zweck dieses Früherkennungsprogrammes ist es, die Erkrankung früh zu erkennen, damit man sie gut behandeln kann, schonend behandeln kann und vor allem nicht daran verstirbt. Dieses Programm, wie Sie es schon angesprochen haben, wurde im Jänner 2014 eingeführt. Können Sie den Zusehern ein Update geben? Wie wird das Programm angenommen jetzt? Also generell war es so, dass am Anfang das Programm eher schlecht angenommen worden ist. Sicherlich eine gewisse Verunsicherung, warum nur mehr alle zwei Jahre die Mammographie. Auch die niedergelassenen Kollegen, praktische Ärzte, Frauenärzte waren eher wenig eingebunden. Das hat sich nun verbessert. Die Information an die Patienten, an die Frauen, aber auch an die Kollegen ist deutlich gestiegen. Und es ist jetzt so, dass nicht mehr auf den Einladungsbrief gewartet werden muss, sondern die Frauen können sich aktiv sozusagen selbst melden über die E-Card zu dieser Mammographie. Wichtig ist es sicherlich, dass Frauen ihren Vertrauensarzt bei der Radiologie angeben, damit die Ärzte, behandelnden, betreuenden Ärzte auch die Befunde bekommen und mit der Patientin, mit der Frau diese Befunde besprechen können. Es gilt die Mammographie als die wichtigste Methode in der Brustkrebsfrüherkennung. Gibt es Zahlen für Österreich, wie viele Brustkrebs-Todesfälle dadurch verhindert werden können? Also es gibt Hochrechnungen dazu. Es gibt eine Expertengruppe aus Graz, die das versucht hat hochzurechnen. Und man kann es ungefähr so sagen, im Alter, Frauen im Alter zwischen 50 und 59, wenn hier 1000 Frauen 10 Jahre am Mammographie-Screening in Österreich teilnehmen, kann ein Brustkrebs-Todesfall verhindert werden. Und im Gegenzug dazu, welche Rolle spielt das MRI in der Brustkrebsfrüherkennung? Hat das eine Rolle? Also an und für sich hat das MRT in der Allgemeinbevölkerung keinen wirklichen Stellenwert in der Brustkrebsfrüherkennung. Es wird aber sehr wohl eingesetzt bei Frauen, die ein genetisch bedingt sehr hohes Risiko haben, an einem Mammakarzinom zu erkranken. Da hat es einen fixen Stellenwert ab dem 25. Lebensjahr jährlich eine MRT, aber in der Normalbevölkerung noch keinen Stellenwert, vielleicht in der Zukunft.